Hallo ihr sozialen Gamer da draußen und herzlich willkommen auf meinem Channel Into the North. Oh mein Gott, ich muss mich schon direkt wehren. Komm schon, den haben wir direkt erwischt. Ja, wie ihr seht, wir spielen hier auf einer sehr, sehr bekannten Karte. Wir spielen eine Map aus dem DLC Second Assault. Das sind die vier berühmtesten Battlefield oder beliebtesten Battlefield 3 Karten. Deswegen, jeder, der Battlefield 3 gespielt hat, dem sollte das bekannt vorkommen. Wir spielen die Russen und kämpfen gegen die USA. Wir spielen Eroberung groß. Und zwar auf Kaspische Grenze. Und ja, das Designing hat sich extrem geändert. Und zwar ist das Ganze sehr herbstlich geworden. Und ich muss wirklich zugeben, ich mochte das Sommerliche natürlich auch sehr, sehr gerne. Aber irgendwie mag ich den Herbststyle sogar noch ein bisschen lieber. Ich finde, die Map hat sich auf jeden Fall sogar besser entwickelt. Also zum Besseren. Da fand ich die Battlefield 3 Map dann doch ein bisschen weniger geil. Ich meine, ich fand sie sehr geil. Das war für mich die zweitbeste. Oh Mist, das war richtig dumm, jetzt habe ich mich verraten. Und ich bin down. Xenon hat mich gekillt. Ja, das ist ein, ich weiß gar nicht, wie groß der Server ist. Ich glaube, 42 Leute oder so. Ist also ein relativ großer Server. Und, ja, ich spiele wieder den Pionier natürlich mit meinem Schützengewehr. Ich habe das Scope umändern lassen. Nicht wie bei Seidenstraße. Irgendwie hat mir das nicht gefallen. Ich habe jetzt ein Rotpunkt-Reflex-Visier. Ich finde auf kurze Entfernung das Ding doch besser. Ich mag es lieber. Und präzise Schüsse dann konzentriere ich mich halt einfach ein bisschen mehr. Naja, gut, ich habe ja den RPG 7, denn hier bringt uns Javelin nicht ganz so viel. Ja, und das ist halt eine alte Battlefield 3 Map. Ich bin heute auch wieder solo unterwegs. Mein Freund ist noch nicht dabei. Oh, Mist. Mist. Aber ich habe ihn erwischt. Ein bisschen. Jetzt wäre es schön, wenn Medic hier war. Ja, und wie gesagt, es ist wirklich unglaublich schön, wieder in dieser Map zu sein. Second Assault ist man nach, ja, oder ich sollte besser gesagt sagen, mit Naval Strike, wo die ganzen tropischen Insel-Maps sind, auf jeden Fall mein absolutes Lieblings-DLC. Ich zock auch fast mehr diese Maps schon wieder, als die eigentlichen Battlefield 4-Karten, weil ich einfach die alten Karten, ich kenne mich hier drauf aus, das ist so ein bisschen, es erweckt so ein bisschen wieder Nostalgie von den alten Teilen und ja, es ist einfach super. Es ist richtig schön. Oh, das ist schlau. Es macht sehr viel Spaß. Grafik natürlich auch aufpoliert. Es ist wirklich schön und ich mag diesen Herbst hier wirklich sehr viel lieber. Auch wenn das ganze Grün natürlich schön aussah. Also ich finde das Visier doch deutlich besser, muss ich wirklich sagen. Da haben wir ihn nochmal erwischt. Und ja. Wir spielen natürlich Eroberung groß, habe ich ja schon gesagt. Wir haben 640 Tickets, sie 737. Das heißt, momentan sind sie am Gewinn. Aber das muss noch gar nichts heißen, denn ja, was soll ich dazu noch groß sagen? Wir haben gerade erstmal angefangen. Sieht wie eine recht lange Map. Eine lange Runde, besser gesagt. Oh, ich muss noch etwas machen, weil ich habe gehört, wenn man hier ein Buschfeuer erzeugt, bekommt man eine neue Tarnung, und zwar Brandstifter oder so. Irgendwie funktioniert das gar nicht. Oh! Ich muss mich konzentrieren, da ist gerade einer. Haben sie angenommen? Jetzt sollten wir uns den Typen holen. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Jawohl, da haben wir ihn erwischt. Mist, hinter uns. Also ich mag die Waffe mittlerweile tatsächlich immer mehr. Also ich komme mit der sehr gut klar, aber auf große Entfernung mit so großen Scopes. Ich mag das irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht wieso. Eigentlich sollte man meinen, dann ist es doch einfach. Wow! What the fuck? Was ist mit denen denn los? Was ist mit denen denn los? Granate! Wow, 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 was war das? Was war das denn? Jetzt mal im Ernst. Das war ja mal richtig geil. Da kommt das Fahrzeug einfach angeflogen. Oh nein, komm schon. Jawoll. Oh, wir sind gerade sehr gut dabei, aber jetzt sollte ich mich mal vielleicht kurz 5 Sekunden irgendwo in Deckung hinlegen, aber ich weiß nicht wo. Oh nein, der wurde auch schon mehr gekillt. Wir werden, glaube ich, nicht mehr lange überleben, sollte ich sagen. Das sollte ich auch nochmal nachladen. Immer stets alles nachgeladen haben. Aber ich glaube, mein Kumpel wird jetzt bald dabei sein. Ich hätte es nur sehr geil gefunden, wäre er schon bei den Battlefield 3 Karten dabei gewesen, weil, ja, die spielen wir halt dauernd. Und, die beliebteste von allen war natürlich auch bei mir Operation Firestorm. Die werden wir auch noch zocken. Aber ich kann mich bis heute nicht entscheiden, ob ich Kaspische Grenze nicht doch irgendwie cooler fand, weil ich mag die optisch sehr gerne und von der Größe her ist sie genau passend. Oh mein Gott. Hat er uns gesehen? Hoffentlich nicht. Jetzt hat er uns bestimmt gerealized. Was war das für ein geiles Englisch? Ah, Mist. Aber er weiß, dass wir da sind. Okay, das war's. Oh mein Gott. Seht ihr, was der als Bild hat? Ich glaube, das soll Kim Jong-un sein. Oh mein Gott. Und
Aber ist das im Hintergrund wirklich die Flagge von Nordkorea? Ich kenn die Flagge von Nordkorea nicht. Keine Ahnung. Wer es weiß, kann es mir ja mal beschreiben. Ich bilde mich gerne weiter. Aber ich habe keinen Plan. Ich weiß wirklich nicht, wie die aussieht. Oh, was haben wir denn da? Shit, ich dachte, ich erwische den vielleicht. Oh mein Gott. Nein, Mist. 59% hat er denn nur noch. Mann. Komm, töte ihn wenigstens. Oh nein, der hat unseren gekillt. Verdammt. Das sah aber cool aus, die Messeranimation, muss ich ja wirklich sagen. NBK. Und 140, Level 140, mein Gott. Komm, wir nehmen mal einen Panzer wieder. Den russischen Panzer mag ich ja optisch sehr, sehr gerne, weil er den Tiger sehr ähnlich aussieht. Den Tiger sag ich schon. Den deutschen, Leopard. Nicht vielleicht den neuesten, aber den Leopard 2 sieht er ja sehr, sehr ähnlich. Und den Leopard 1 auch. Hab ich gerade einen Panzer gehört? Ich dachte, ich hätte gerade einen Panzer gehört. Naja. Ich schieße einfach mal, auch wenn ich nichts sehe. Egal. Ach stimmt, ich habe das immer noch nicht umgeändert. Ich muss jetzt wirklich langsam mal Nachtsicht machen, weil Thermal ist nicht so ganz meins. In Battlefield 3 fand ich Thermal sogar besser. Aber gut, kann man nichts dran ändern. Oder ja, doch, theoretisch kann man was dran ändern. Was laber ich hier schon wieder zusammen? Mist, da kommen wir nicht durch. Aber ich weiß, wie wir das ändern können. Ich hoffe jetzt nur, jetzt klaut uns keiner gleich unseren Panzer. Ah, sieh mal alle an. Oh, shit. Ja, es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass wir das lange überleben werden. Ja, das war's. Schon wieder Kim Jong-un. Das gibt's doch nicht. Kim Jong-un müssen wir unbedingt töten. Das geht nicht. Mr. Babuli. Ich wollte gerade vorlesen Mr. Babaluli. Das wäre ein lustigerer Name gewesen. Oh mein Gott, wie viele Panzer sind denn da? Da müssen wir auf jeden Fall Unterstützung geben. Es wäre sehr nett, wenn wir vielleicht B kriegen können. Oh, da ist die, ich glaube, da ist die Dings. Die, mobile Flugabwehr. Oh, ne, doch nicht. Aber das sollten wir mal... Oh, der legt C4 dran. Jawohl, mein Freund. Sehr gut gemacht. Sehr gut. Wow! Shit! Nimm das, du Sack! Shit, der Gunner hat uns gesehen. Oh, er ist ausgestiegen. Oh nein. Wir müssen ihn treffen. Ich nehme wieder die Pistole zu. Wo ist er hin? Oh, sehr gut. Er hat ihn gekillt. Sehr gut. Warte kurz. Wir sollten dich reparieren. Mich lieber. Halte durch, mein Freund. Oh, ich gehe auf die andere Seite. Ich habe gerade auf der Minimap gesehen, da ist noch einer hinter uns. Warte, mein Freund, warte doch. Ah, wir hätten ihn fast erschießen können. So, ich steig mal mit einer. Ah, da haben wir ihn noch schon. Komm mal raus aus deiner Ecke. Da ist er. Ja, voll. Wir haben ihn umgeschossen. Perfekt. 540 Tickets haben wir noch, die 614. Na, die haben noch den Vorteil. Es geht natürlich bis Flagge A, also es ist schon recht, ja, von der Größe ist die Map eigentlich noch recht in Ordnung. Machbar. So, jetzt Ball am Panzer auf ihn und noch einer mit dem Raketenwerfer. Ich glaube nicht, dass er das gut überleben wird. Nein! Schon wieder Kim Jong-un! Das kann doch nicht wahr sein. Kim Jong-un hat uns schon wieder gekillt. Aber er ist wenigstens jetzt mal tot. Das kann ja auch nicht so weitergehen. Ach, ich sehe jetzt erst, dass wir natürlich einen amerikanischen Panzer geklaut haben. Das ist natürlich... stylisch, das ist cool. Ich bin gerade am überlegen, wo wir hingehen sollen. Ah, wir könnten mal zu A gehen. Da könnten wir uns mal ein paar Punkte abstauben. Oh, sie nähern sich jetzt auch den 500er Bereich und wir sind noch im 500er Bereich. Das sieht ein bisschen mehr nach einem Ausgleich aus. Oh, ich dachte gerade, da kein Panzer. Das wäre sehr schlecht gewesen. Aber doch, dieses Scope gefällt mir auf jeden Fall sehr viel mehr, muss ich ja doch sagen. Okay, hoffentlich sind da jetzt keine Feinde. Aber hier spawnt so gut wie fast keiner, weil die ist halt sehr weit weg, die Map. Die Map, sage ich schon. Die Karte natürlich. Wow, 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 wow. Von wo, von wo? Ich sehe ihn. Ich muss ihn dringend markieren, sonst sind wir am Arsch. Oh, Mist. Schießen die Kuhle. Oh, wir kommen hier nicht lebend raus, das sind zu viele. Wir haben noch 2% Leben. Ne, das wird nichts. Da holt er uns tatsächlich mit einem RPG raus, das fasse ich ja nicht. Aber da waren eh zu viele. Ich glaube nicht, dass wir die gekriegt hätten. Drei Leute, nee, das wäre nichts geworden. Aber er geht dahin, dann können wir jetzt zu zweit angreifen. Das könnte gut funktionieren. Und da kommt noch ein Buggy von uns. Wow! Stirb, stirb! Oh ja, wir haben einen Headshot gegeben. Perfekt. Jetzt sind nur zwei da. Ein Pionier und ich glaube ein Supporter war da noch. Wir sollten aufpassen. Nur weil wir die Flagge jetzt einnehmen können, heißt das nicht unbedingt, dass wir hier alleine sind.
glaube, ich setze mich mal hier hin. Von hier aus kann ich ganz gut Deckung geben. Ah, wen haben wir denn da? Jawohl, den haben wir erwischt, aber da ist noch einer. Komm raus, komm aus deiner Ecke raus, mein Freund. Hier sind mir zu viele, auf jeden Fall. Viel zu viele. Oh, wir haben ein großes Problem. Jawohl, den haben wir noch erwischt. Da ist leider noch einer, aber wir sind hier auch nicht mehr alleine. Ja, die Leiche rollt erstmal schön weit weg. Er T-backt, okay. Oh, Laservisier, das mache ich auf jeden Fall noch dran, das ist sehr gut. So, den lade ich auch mal eben nach. Sollte dabei natürlich in Deckung bleiben. Schön. Und da haben wir doch noch einen Buggy, das finde ich gut. Müssen wir den noch reparieren? Ne, müssen wir nicht. Perfekt. Können wir den ja direkt wieder nehmen. Komm schon, hoch da. Jawoll. So, ich würde sagen, wir fahren nach C. Wo? Oder wir crashen gegen C. So, B wird weggenommen. Aber ich glaube, C ist mir erstmal wichtiger, weil das liegt im Zentrum. Und stopp, wir sollten uns anschleichen. Ich habe jemand Totes gehört. Wir haben Einsatzziel Delta neutralisiert. Okay, wir sind nicht allein hier, das ist gut. Wow! Shit! Fresh Abyss hat uns gekillt. Verdammt, was ist denn das für eine Waffe? Kenne ich gar nicht. Habe ich die? Ich weiß es gar nicht. Müsste ich eigentlich haben. Naja. Oh, können wir da mit rein? Ja, perfekt. Jetzt kann ich euch endlich mal zeigen, wie es ist, Gunner zu sein. Das ist sehr geil. Damit kann man nämlich verdammt viele Kills machen. Kannst du dich bitte nochmal umdrehen? Ah, das wäre sehr nett. Kannst du dich bitte umdrehen, mein Freund? Ich muss ihn von hier treffen. Oh, was macht er denn? Warte, mein Freund, ich repariere dich. Oh, shit, damit habe ich sogar ein bisschen gerechnet. Um ehrlich zu sein. Wir müssen jetzt ganz schnell hier weg. Oh, Mist, die haben uns alle gesehen. Oh mein Gott, wir sind tot. Ach du Scheiße. Okay, den habe ich erwischt. Und da kommt noch einer von hinten. Der dritte im Bunde. Mein Gott, das geht aber schnell. Ich glaube, der hatte auch ein Schützengewehr, aber er hat uns mit der G18 gekillt. Ist natürlich eine sehr coole. Ich muss allerdings noch gucken, habe ich eigentlich irgendwo noch die Dings? Genau, das muss ich noch umändern, fällt mir gerade ein, bevor ich das nachher vergesse im wichtigen Moment. So, ich weiß, wir spielen ziemlich häufig Pionier, aber er ist halt auch einfach die coolste Klasse meiner Meinung nach. Ah, da haben wir doch wieder ein schönes Ziel. Komm mal her, mein Freund. Bis Rakete. Oh, wir sind der Letzte, der hier noch überlebt hat. So, den haben wir erstmal zerstört. Das ist jetzt erstmal Ruhe hier. Aber da war noch einer. Den habe ich auf der Minimap gesehen. Ich habe den noch gerade gesehen. Wo ist er hin? Na egal. Dann lade ich das Ding mal nach. 482, 436 haben die. Oh, wir haben so langsam wieder den Gleichstand. Oh, was heißt Gleichstand? Wir sind sogar am Gewinn. Mal gucken, ob das so bleibt. Ich hoffe es, ja. Okay, da hinten wird wieder kräftig geballert. A wird auch gerade eingenommen. Ich laufe mal zu B. Mal gucken, ob wir das zusammen einnehmen können. Ah, Mist. Ich dachte, ich hätte noch so gerade getroffen, aber leider nicht. Oh, oh, hallo, mein Freund. So, SKS haben wir freigeschaltet. Ja, perfekt. Die würde ich gerne ausprobieren, auch wenn das mittlerweile so mein Schätzchen geworden ist hier. Ich kenne mich mit der Waffe halt sehr gut aus. Die erste fand ich ja wirklich zum Kotzen. Aber die ist wirklich sehr, sehr nett. Die fand ich im Battlefield 3 schon sehr cool. Ach du Kacke. Der kommt auf jeden Fall gleich. Der wird nicht lange auf sich warten lassen. Da ist er schon. Okay, ich glaube, ich versuche mit der Pistole zu killen. Oder nee, komm, wir machen es so. Boah, Glück. Okay, eigentlich wäre ich tot gewesen. Ich hatte jetzt nur Glück, weil der Typ offenbar nicht so die Reaktionszeit hatte. So. Oh nein, wir können schon wieder nicht. Ach, ich dachte, wir können nicht einnehmen, weil ich den Sound einmal überhört habe. Oh mein Gott, wie viele sind das denn? Bitte nicht. Oh, den hätte ich fast gehabt. Einen Schuss mehr, der wäre weg gewesen. Schade, schade, schade. Ah, ich glaube, unsere KD ist bis jetzt sogar ganz gut. 13 zu 9, naja, gut. Oh, ist okay. Kann ich mit leben. Das finde ich gut, doch. Finde ich okay. So, ich würde sagen, wir probieren mal die SKS. Oh, die ist aber in allem schlechter, außer Hüftfeuer.
Ich probiere sie trotzdem mal einmal aus. Und will aber noch was machen. Das mache ich bei jeder. Ich will eine coole Tarnung. Was machen wir denn mal? Kreuz ist natürlich auch nett. Tintenfleck ist zu auffällig. Was sollen wir denn nehmen, Leute? Ich meine, das sieht natürlich immer sehr cool aus. Ach ja, sonst nehme ich die mal. So, jetzt würde ich die SKS gerne mal ausprobieren. Oh, mit der kann man aber schnell ballern. Oh, die gefällt mir doch. Die gefällt mir bis jetzt. Alpha ist neutralisiert worden. So eine schöne alte Waffe. Ich mag solche alten Karabiner. Oh, C wird weggenommen. Da müssen wir ganz schnell hin. Okay, jetzt nicht mehr. Doch, die würde ich gerne mal ausprobieren. Aber dafür bräuchten wir natürlich einen Feind. Oh, wir sind am Gewinn. So langsam holen wir uns die Tickets alle zurück. Ach du Scheiße. Ach du Schande. Ich glaube, das wird so nix. Der verfolgt da unsere Kumpels. Ah, jetzt wird er, glaube ich, zerstört. Shit. Da wird auf ihn geballert. Den holen wir uns auf jeden Fall. Oh, ich mag die bis jetzt. Ich glaube, die ist für den Nahkampf gar nicht mal so schlecht, die Waffe. Oh, okay, schade. Ich wollte gerade so töten. Mist. Jetzt habe ich mich mit meiner eigenen Granate getroffen. Wir sind zwar nicht tot, aber jetzt halten wir leider natürlich nicht so viel aus. Wir sollten mal für unsere Panzer hier Platz machen. Oh, hallo, mein Freund. Oh, die ist aber sehr tödlich. Ja, vielleicht könnte das doch mal eine neue Lieblingswaffe werden. Mal sehen. Gut, auf Entfernung ist die jetzt nicht so gut, muss ich echt zugeben. Dann brauche ich da noch ein Visier auf jeden Fall für. Oh, eine schöne Sniper, aber die habe ich alle. Oh mein Gott. Oh ja, doch, für den Nahkampf ist die super. Oh, das ist eine sehr schöne Waffe. Oh doch, vielleicht werden wir die nächsten Runden mal mit der weiterzocken. Die gefällt mir sehr, muss ich wirklich sagen. Aber man kann das ja immer nicht so schnell beurteilen. Ich hab nämlich schon oftmals bei Waffen gesagt, oh, die sind ja richtig geil. Und nachher habe ich dann gemerkt, nee, die komme ich überhaupt nicht mit klar. Oh, sieh mal einer an. Da haben wir doch wieder einen. Den sollten wir reparieren. Für ihn ist es gut und für uns auch, weil wir kriegen noch Punkte. Und er fährt aber trotzdem einfach weg. Das finde ich sehr nett von dir, mein Freund. Sehr, sehr nett. Hallo. Oh Mann. Oh doch, so langsam verlieren wir wieder ein bisschen Tickets. Hier, nimm das zusammen. Oh, wir haben ihn zerstört. Nein, da kam... Oh mein Gott, was hat er denn gemacht? Reflexschuss oder was? Bro Dog. Das ist ein cooler Name. Oh ja, ich erinnere mich. Unika 6, das ist eine harte Waffe. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr harte Waffe. Muss ich wirklich zugeben. Okay, ich gebe mal hier... Oh, wir sind bei E gespawnt. Das ist nicht so geil. Wir sind ziemlich weit weg. Aber egal, dann rücken wir mal vor nach C. Da sind nämlich ziemlich viele. So glaube ich zumindest. Da kommt noch ein Panzer. Das ist gut, dann sind wir gleich nicht alleine. Aber auf kurze Entfernung ist die SKS sehr, sehr gut. Aber auf lange, das ist, glaube ich, die MK schon sehr, sehr gut. Aber auf kurze Entfernung ist die sehr geil, weil man kann echt sehr, sehr schnell mit der schießen. Ah, hallo. Ah, doch, die gefällt mir sehr. Weil vielleicht erinnert ihr euch ja noch, mit der MK konnte man ja ungefähr so schießen. Von der Schnelligkeit. Und die hier ist schon ordentlich. Auch nicht viel schneller, aber ihr wisst ja, selbst eine Sekunde oder eine Kugel zu wenig im Lauf kann schon das Leben entscheiden. Okay, der ist definitiv tot. Oh mein Gott, wir werden von der anderen Seite beschossen. Irgendwo da hinten sind sie. Ich gebe mal Gas. Oh Mist, Mist, da konnte ich jetzt nicht reagieren. Und die M16A4 ist natürlich eine sehr gute Waffe. Ist auch meine absolute Lieblingswaffe, Waffe allgemein in allen Spielen. Ich finde das richtig, ich finde das Gewehr richtig cool. Naja. Ich kenne mich zwar mit Waffen nicht ganz so krass aus, ich kenne halt auch nur, ich habe mein Waffenwissen auch eigentlich nur hauptsächlich von Battlefield. Wow. Okay. Das wird heute auf jeden Fall eine sehr lange Runde, aber egal, mir macht Spaß. Ja doch, auf kurze Entfernung ist das ein ziemlicher... Todbringer.
Da hinten habe ich noch einen gesehen. Oh, hallo. Oh, die ist ja richtig nice. Und die hat viel Schuss, das finde ich sehr schön. Aber ich würde gerne trotzdem was für die freischalten. Weil so ganz ohne irgendwelche Upgrades ist so eine Waffe natürlich schwer zu handeln meistens. Oh, ich liebe das Ding. Das ist eine sehr schöne Waffe. Oh, da kam uns noch einer zuvor. Da haben wir auch wieder einen. Oh Mist, ich werde von der Seite abgeblattet. Scheiße. Oh, die M416, die war im Battlefield 3 meine Lieblingswaffe. Und ist auch hier im Battlefield 4 wieder sehr gut, aber andere Waffen haben sie dann doch bei mir getoppt, muss ich ja wirklich sagen. Wie zum Beispiel die AOG 3, die benutze ich aber allen. Ey, ich mag diesen Spawnpunkt, das ist sehr cool. So kann man auch nochmal die ganze Map sehen. Schön auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon auf Operation Metro, dass wir. Aber ich glaube, da werde ich den Ton definitiv auf jeden Fall runterstellen. Weil das ist schon ziemlich krass. Oh, oh, oh. Da geht's ja ziemlich ab. Ich finde sogar, dass Operation Lockhart nicht mal annähernd an Operation Metro rankommt manchmal. Ja, schön. Ah, ich liebe die Waffe. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Das ist eine sehr schöne Waffe. Da kann man sehr gut Kills machen. Oh, da killt aber ein anderer auch sehr gut von unseren Leuten hier. Ich glaube, wir sollten da mal hin und einfach mal eine Granate reinwerfen. Mal gucken, was er dazu sagt. Der ist nämlich auch schon wieder tot. Schöne Granate rein. Oh! In den Arsch. So. Oh mein Gott, der steht da unten. Auch von hinten kommen sie auf. Oh, die nehmen hier langsam ganz gut ein. Oh nein, ich werde sowas von sterben. Der hat mich nämlich gesehen. Ja, shit. Oh, der hat auch die MK. 11. MOD 0. Ja, es ist eine schöne Waffe. Zulu hat uns gekillt. Zulu, woran erinnert mich das schon wieder? An irgendeinem Spiel, glaube ich, oder irgendeinem Film. Da hieß auch irgendeiner Zulu. Aber ich weiß nicht mehr wo. Feind. Ah, ich kann das nicht vom Fallschirm aus so gut schießen. Das können ja manche sehr, sehr gut, aber ich krieg das immer nicht hin. Aber wir haben eine schöne Position erwischt. Jetzt wünschte ich, ich hätte so eine Spawn-Base. Ah, von hier können wir jetzt die ganzen Schleicher, die ganzen Ninja, können wir hier killen. Ah, ich glaube, ich bin hier auf dem Dach trotzdem sehr auffällig. Ah, sieh mal einer an. Wir haben den Höhenvorteil, mein Freund. Oh, schöne Waffe. Ah, ich glaube, ich werde trotzdem noch die Tarnung umändern. Ich habe eigentlich nichts gegen die, aber ich glaube, eine wird noch besser passen. Da stellt sich auch schon wieder einer rum. Ja, jetzt gerade ziehe ich nicht wirklich gut. Jetzt wollte ich eigentlich gerade nur Gegenfeuer geben. Irgendeiner schießt auf uns. Ich hoffe, es ist kein Sniper, aber dann sind wir hier nicht mehr lange auf dem Dach. Wenn es zu brenzlig wird, haue ich aber auch ab vom Dach. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Aber es ist eine schöne Position. Heute ist mal viel, heute, ja, bin ich mal nicht so affin mit Flaggen einnehmen, sondern einfach mal töten. Denn ich denke, ihr wollt ja auch mal ein cooles Gameplay sehen. Jetzt sollte ich runtergehen. Oh Mist, hat mir auch nichts gemacht. Da, das ist nämlich die QBU 88, das ist nämlich das erste Schützengewehr, das man hat. Und das fand ich leider, leider wirklich zum Kotzen. Ich finde es richtig blöd, das ist für mich die schlechteste Waffe. Aber nicht die schlechteste, sondern einfach eine blöde Waffe, mit der ich überhaupt nicht klar kam. Mein Kumpel zum Beispiel, der schießt fast nur mit der. Der finde ich total cool. Also da sieht man mal zum Beispiel schon wieder, wie verschieden doch die Leute sind vom Kampfstil her. Fuck hat er als, okay, Bist du hat Fuck als Hintergrund. Auch schön, oh, und der ist tot. Deswegen hat er vielleicht Fuck da stehen. Jedes Mal, wenn er stirbt, Fuck. Naja. Hm. Da kommen auch bestimmt gleich wieder welche raus, weil das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Es gibt tatsächlich einen Geheimgang. Den hat mir mein Kumpel irgendwann mal gezeigt. Ich wusste das gar nicht, aber es gibt tatsächlich einen Geheimgang hier. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt lange überleben, weil den kennen natürlich relativ viel. So geheim ist er nun auch nicht mehr. Wir müssen nämlich jetzt tauchen. Und dann hier raus. Und dann zeige ich euch mal, wo wir rauskommen. Nämlich hier. Wir sind quasi unter den ganzen Berg einmal untergetaucht. Schön. Mist, 192 Tickets, die 217 sind schon wieder verlieren. Wenn auch knapp, aber das ist nicht so toll. C sollten wir jetzt vielleicht dann mal einnehmen. Oh shit, da hinten ist irgendwo einer. Mal gucken, wie weit wir aus C raus können, sodass wir uns das mal hier untersuchen können. Oh nein, da sind noch mehr Feinde. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, den hole ich mir. Ich glaube zwar nicht, dass wir überleben, weil meistens sterbe ich bei solchen Aktionen. Aber ich will es versuchen. Wo ist er hin? Der muss hier irgendwo sein. Der kann doch noch nicht so weit gekommen sein.
Hier ist auf jeden Fall jemand Totes. Naja, gut. Da kann ich es auch nicht ändern. Naja. Oh, ich dachte gerade, da stand einer. Naja. Wo gehen wir jetzt am besten hin? Na, es ist knapp, man sieht es. Wenn ich unten links nochmal auf den Bildschirm gucke bei den Tickets, ist es wirklich sehr, sehr knapp. 181 wie 188, oh Mann, ist knapp. Dann sollen wir jetzt ganz schnell nach B. Je mehr Flaggen wir haben, desto besser und wahrscheinlicher ist es, dass wir gesiegen. Oh, hallo, mein Freund. Okay, der hat es definitiv gesehen, ja. Aber ich sag viel zu oft definitiv. Ich hab das, irgendwie ist das eine Krankheit von mir. Ich sag immer manche Wörter einfach zu oft. Angel hat uns getötet. Du bist aber nicht so ein Engel, wenn du uns die ganze Zeit tötest. Finde ich nicht nett. Engel töten keine Menschen. Sei denn, du bist der Todesengel. Das ist was anderes. So. Ah, und es ist ja jetzt auch schon Dezember. Wir haben jetzt schon den 8. Dezember. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme, aber egal. Das finde ich schön, weil jetzt kommt bald wieder die Weihnachtszeit. Ah, ich liebe die Weihnachtszeit. Aber das heißt, die Weihnachtszeit, eigentlich gar nicht mal die Weihnachtszeit an sich, sondern die Winterzeit. Aber nur, wenn richtig Winter ist. Hat irgendwie was Geheimnisvolles. Ich mag es dann auch draußen zu sein, wenn es schön kalt ist. Ich muss ja zugeben, ich bin ja wirklich jemand, der Kälte viel lieber mag als Hitze. War schon immer so. Ich friere zwar schnell, aber ich mag Kälte trotzdem lieber. Wisst ihr, gegen Kälte kann man nämlich noch was tun, gegen Hitze eher weniger. Aber wer jetzt schon wieder? Irgendein Sniper hat uns doch bestimmt schon wieder im Visier. Da hinten sehe ich nämlich schon wieder zig Sniper. Obwohl, nicht, ich glaube, das ist kein Sniper. Oh, auf Entfernung kann man aber auch ganz gut damit zielen. Nur wenn man schnell hintereinander zielt, dann schießt, dann trifft man leider nicht mehr so gut. Oh, mir reicht das jetzt. Ich nehme C ein. Die ist gerade neutralisiert und keiner ist da. C ist auch, glaube ich, schon... Das sieht ja schon fast aus wie im Ersten Weltkrieg da, wenn man da hingeht. 125 Tickets haben wir noch, 166 wir. Das finde ich sehr schön. Wir haben jetzt fast gewonnen. Wenn jetzt meine... Ich schwöre euch, wenn meine Aufnahme jetzt abkackt, ne? So kurz vor Ende, wie bei, wie ist die Map noch? Operation Mercer. Die habe ich nämlich gezockt und kurz vor Ende war die vorbei. Oh nein! Ich sollte mich mal mehr konzentrieren und nicht wieder ständig ballern. Ich nehme C ein, ob du willst oder nicht. Ist mir egal. Aber gesehen hat er uns mit Sicherheit. Wir können ihn ja als Kanonenfutter benutzen. Nein, so einer bin ich nicht. Obwohl, einmal muss ich ja zugeben, habe ich das gemacht. Habe ich mich hinter einem gelegt. Und der hat, der wurde dann getötet und ich nicht. Das ist schon ziemlich assi, ich weiß. So, wir werfen mal eine Granate da hoch. Ich will, dass ihr dieses Einsatzziel verteidigt. Okay. Oh Mist, der hat ein Schild. Ja, weißt du, ich habe noch was Besseres. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, das ist echt bitter. Einfach mal mit einer Rakete beschossen. So von wegen, nope. So nicht, mein Freund. Ach ja, das finde ich schön. Wow, oh mein Freund, nicht, bitte nicht einfach umfahren. Halt, ich will noch mit rein. Ach, der ist schon voll. Naja gut, da kann ich da nichts dran ändern. Oh, die haben nur 54 Tickets, wir haben gleich gewonnen. Aber Leute, ich glaube, das wird echt so. Die SKS wird, glaube ich, meine neue Waffe. Dann gewöhnt euch schon mal an die. Die finde ich doch sehr nett. Aber ich glaube, die Tarnung ändere ich nochmal um. Vielleicht. Mal gucken. Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Aber eine kleine nette Abwechslung. Oh, ich mag diese Tarnung so gerne, ne? Die würde ich gerne haben, aber ich weiß leider nicht. Die habe ich, glaube ich, nicht. Ach, nee, die ist das. Nee, die ist... Die finde ich nicht so geil. Nee, das war so eine andere. Die war auf Seidenstraße, hatte das ein Panzer. Sah sehr geil aus. Wir sollten den vielleicht mal... Ach nee, der ist schon repariert. Wow! Aber nicht mehr lange, wie es aussieht. Ich repariere dich, mein Freund. Du darfst nur nicht abhauen. Junge, du darfst nicht abhauen. Jetzt kann ich dir nicht helfen. Okay, oh mein Gott. Ich bin ziemlich hart aufs Maul. Oder besser gesagt, unser Panzer. Der ist natürlich eine gute Deckung. Es sei denn, er fährt weg. Da kann ich auch nichts machen. Ey, Junge! Fahr doch nicht mal weg. Ich will dir doch nur helfen. Oh Mann. Immer diese netten Leute. Doch, es sind schon sehr nette Leute, mit denen man hier zockt. Nein, im Battlefield hat man ja meistens sehr gute Leute am Start. Oh, die Musik fängt langsam an. Wir haben fast gewonnen. Oh, ich wollte gerade ein Messer. Oh, hallo, mein Freund. Ob wir den wohl noch kriegen? Ja, wir haben ihn tatsächlich getroffen. Schön, das finde ich gerade sehr schön. Den laden wir auch mal nach. 9 Tickets nur noch. Die haben wir gleich. Oh, der hat einen schönen Tarnung. Die habe ich auch. Aber ich habe die nicht an. Ich habe eine andere an. Okay, ich glaube nicht, dass wir hier noch was treffen. Ich würde sagen, wir jumpen mal nach unten. Boah, das Wasser sieht so gut aus. Der Engine. Im Battlefield 3 sah das noch nicht so geil aus. Aber hier schon sehr, sehr schön. Und wir haben gewonnen. Sieg! In der Sonne entgegen. Mit 140 Tickets haben wir tatsächlich gewonnen. Das war die Kaspische Grenze. Mann, was ein Krieg. Wir haben einiges ungeheult. Die SKS freigeschaltet. Auf Seiten der Russen mal wieder gekämpft. Auch mal eine Seltenheit. Sonst kämpfen wir nur auf USA oder Chinesen.
Und wir haben, glaube ich, viele Punkte mal. Ich glaube, die KD dürfte auch relativ gut sein. Auch wenn wir oft gestorben sind, aber naja. Stimmt, als Gunner haben wir auch noch ein paar Kills gemacht. SKS haben wir freigeschaltet. Mich würde mal interessieren, was die nächste ist. Wir werden die natürlich alle ausprobieren, aber die SKS sah jetzt schon sehr, sehr cool aus. Laservisier. Ach, das habe ich ganz vergessen. Das wollte ich noch dran packen. Okay. Helikopter nur so. Da, 24 Kills. 18 haben wir leider erlitten. Aber 13.020 Punkte, das ist doch mal was Schönes. So, freigeschaltet SKS, Laservisier, genau, Fortschritt. Die SVD-12, ah, okay, das ist eine russische Knarre. Es gibt ja auch die SVD-irgendwas, das ist eine Sniper. Na gut, aber es hat echt Spaß gemacht und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte ein Like oder einen netten Kommentar. Oder vor allem empfehlt mich weiter, ist natürlich immer nett. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!